Wir haben uns heute hier versammelt, um über die Ehe für alle zu sprechen. Wie kam es dazu, dass 2017 die Ehe in Deutschland auch für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet wurde? Können in Österreich und der Schweiz gleichgeschlechtliche Paare heiraten? Und ist die Ehe jetzt wirklich offen für alle? Sehr lange konnten in Deutschland gleichgeschlechtliche Paare überhaupt nicht heiraten oder auf eine andere Art und Weise dem Staat gegenüber erklären, mit wem sie in einer Beziehung waren. Um das trotzdem zu tun, adoptierten sogar manchmal Personen ihre PartnerInnen, da dies die einzige Möglichkeit war, sich gegenseitig etwas zu vererben oder sich gegenseitig im Krankenhaus besuchen zu können. Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre machte der Grünen-Politiker Volker Beck gemeinsam mit seiner Parteikollegin Jutta Österle-Schwerin auf diese Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Paare aufmerksam. Volker Beck verfasste außerdem mit Manfred Bruns, dem damaligen Bundesanwalt am Bundesverfassungsgericht, einen juristischen Aufsatz, in dem er erklärte, dass das Eheverbot für gleichgeschlechtliche Paare gegen die Grundrechte verstößt. Ab 1992 begannen gleichgeschlechtliche Paare für ihr Recht auf Ehe bei Gerichten zu klagen. Dabei wurde die sogenannte Aktion Standesamt ins Leben gerufen, bei der 200 gleichgeschlechtliche Paare zu vielen Standesämtern in ganz Deutschland gingen und verlangten, verheiratet zu werden. Die Aktion machte in ganz Deutschland darauf aufmerksam, dass gleichgeschlechtliche Paare nicht heiraten durften. Rechtlich änderte sich aber erst 2001 etwas. Da wurde in Deutschland nämlich das sogenannte Lebenspartnerschaftsgesetz eingeführt. Gleichgeschlechtliche Paare durften immer noch nicht heiraten, aber immerhin eine sogenannte Lebenspartnerschaft eingehen. Umgangssprachlich wurde das immer wieder als Homo-Ehe bezeichnet. Dabei war es das nicht. Der Begriff Homo-Ehe war deshalb problematisch, weil viele Menschen dachten, es wäre eine richtige Ehe und so die Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Paaren nicht sahen. Aber der Begriff war auch deshalb falsch, weil in gleichgeschlechtlichen Paaren ja nicht nur schwule und lesbische Menschen sind. Homo-Ehe machte also bisexuelle, polysexuelle und pansexuelle Menschen unsichtbar. Paare in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft durften zwar denselben Nachnamen haben, bekamen das Sorgerecht für gemeinsame Kinder und mussten sich im Falle einer Scheidung auch gegenseitig Unterhalt zahlen. Aber es gab auch entscheidende Unterschiede zur Ehe. Sie durften nicht gemeinsam ein Kind adoptieren und sie hatten auch nicht dieselben Vorteile beim Steuerzahlen wie gegengeschlechtliche Ehepaare. Diese Regelung führte oft zu starken Diskriminierungen. Denn wer in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebte, konnte einfach als Teil der queeren Community identifiziert und diskriminiert werden. Auch das Bundesverfassungsgericht erkannte diese Diskriminierungen und weitete die Rechte von eingetragenen Lebenspartnerschaften immer wieder aus, sodass am Ende fast alle Ungleichheiten zwischen eingetragener Lebenspartnerschaft und Ehe beseitigt waren. Und dann endlich, kurz vor der Bundestagswahl 2017, verkündete zunächst die Partei Die Grünen, dass ohne die Ehe für alle für sie keine Koalition vorstellbar wäre, und danach die Partei FDP. Das überzeugte schließlich auch die CDU/CSU, über das Thema richtig nachzudenken. Angela Merkel beschloss schließlich, die Abstimmung frei zu machen. Das heißt, die Abgeordneten mussten nicht wie sonst zwangsweise wie ihre Parteien abstimmen, sondern konnten sich frei entscheiden. Die SPD setzte sich dann dafür ein, dass die Abstimmung über die Ehe für alle noch in derselben Woche geschehen konnte, in der letzten Sitzung des Bundestags vor der Sommerpause. Am 30.06.2017 kam es zur Abstimmung. Und seit dem 01.10.2017 können in Deutschland nun auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten und gemeinsam Kinder adoptieren. Juhu! Übrigens gab es auch vor 2017 bereits verheiratete gleichgeschlechtliche Paare, nämlich wenn eine Transperson vor ihrer Personenstandsänderung bereits verheiratet war. Seit 2008 darf so eine Ehe nicht mehr vom Staat aufgelöst werden, auch wenn dadurch zwei Männer oder zwei Frauen verheiratet waren. In der Schweiz gibt es seit 2007 die Möglichkeit einer eingetragenen Lebenspartnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare. Die unterscheidet sich von einer Ehe vor allem deshalb, weil eine gemeinsame Familienplanung für gleichgeschlechtliche Paare fast unmöglich ist. Sie dürfen nicht gemeinsam Kinder adoptieren und bis 2016 war auch keine sogenannte Stiefkindadoption möglich. Eine Stiefkindadoption funktioniert zum Beispiel so: Marie und Amina leben in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Marie hat ein Kind, weil sie vorher mit Johannes verheiratet war. Johannes kümmert sich aber nicht um das Kind und möchte auch nicht Papa sein.
Amina dagegen liebt das Kind sehr und ist genauso wie Marie ein Elternteil. Seit 2016 kann jetzt also Johannes sein Recht darauf, der Vater des Kindes zu sein, abgeben und Amina kann das Kind adoptieren, sodass Marie und Amina gemeinsam die Eltern des Kindes sind. Dazu müssten Marie und Amina nicht einmal in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft sein. Die Stiefkindadoption gibt es auch nur deshalb, weil queere Gruppen immer wieder dafür gekämpft haben. Gemeinsam ein Kind zu adoptieren oder Zugang zur Reproduktionsmedizin, also zum Beispiel zu Samenspenden oder Leihelternschaft, haben aber gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz immer noch nicht. In Österreich gibt es momentan ebenfalls die Möglichkeit einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Mehrmals haben Parteien versucht, ein Gesetz zu erarbeiten, das die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare öffnen würde, sie waren aber nie erfolgreich. Im Dezember 2017 entschied allerdings der österreichische Verfassungsgerichtshof, dass die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet werden muss, weil alles andere diskriminierend ist. Aber auch in Deutschland ist mit der Eheöffnung jetzt nicht alles wunderbar, glitzerig und gut. AktivistInnen kritisieren zum Beispiel, dass die sogenannte Ehe für alle gar keine Ehe für alle ist. Immer noch dürfen nur zwei Personen heiraten, was polyamoröse Menschen ausschließt. In Deutschland ist es sogar explizit verboten und strafbar, eine Ehe mit mehr als einer anderen Person gleichzeitig einzugehen. Auch für manche Menschen mit geistiger Behinderung ist die Ehe nicht geöffnet worden. Sie gelten als nicht ehefähig. In der Formulierung des Gesetzes heißt es aktuell auch, dass die Ehe zwei Personen verschiedenen und gleichen Geschlechts offen steht. Ob dies auch für die Interpersonen gilt, die aktuell keinen Personenstand haben, ist rechtlich unklar. Kritisiert wird hier also vor allem, dass das Gesetz so schnell verabschiedet wurde, ohne dass queere ExpertInnen hinzugezogen wurden. Auch gibt es immer noch einen wichtigen Unterschied zwischen gegengeschlechtlichen und gleichgeschlechtlichen Ehen. Wird in einer Ehe zwischen Mann und Frau ein Kind geboren, sind die beiden automatisch die Eltern des Kindes und haben das gemeinsame Sorgerecht. Wenn in einer gleichgeschlechtlichen Ehe ein Kind geboren wird, ist das nicht so. Die Person, die nicht genetisch mit dem Kind verwandt ist, muss das Kind erst adoptieren. Ein Prozess, der lange dauern kann und mit vielen Diskriminierungen verbunden ist. Aber queere Personen und FeministInnen kritisieren auch die Ehe allgemein. Nina Degele, Christian Dries und Anne Stauffer schrieben zum Beispiel: Aus einer feministischen Perspektive ist die Ehe ein Mittel zur Festschreibung bestimmter Geschlechter- und Sexualitätsverständnisse und einer dominanten Familienform. Dass nun auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten können, sehen sie als eine Angleichung von queeren Menschen an die Norm und damit als Verfestigung der Norm, anstatt das System in Frage zu stellen und das Patriarchat abzuschaffen. Und du kriegst eine Ehe. Und du kriegst eine Ehe. Und du kriegst auch eine Ehe. Way! Okay. Tschüss. Tschüss auch. Tschüss auch.